So, Freunde, es ist heute Mad Sunday. Eigentlich ist es heute aber Montag und es ist eigentlich schon wieder Mad Monday. Eigentlich der typische Montag, ne? Du bist um 10 geht diese scheiß Telefonanlage an. Jetzt ist es 11.25 Uhr und der Versicherungsmann ruft an. Ja, mit dem muss ich eigentlich auch mal ganz dringend reden. Oder ganz kurz? Heiko, du, ich bin gerade am Filmen. Kannst du dich dann gleich mal zurückrufen? Geht das? Halbe Stunde, halbe Stunde, halbe Stunde. Danke dir. Ja, tschüss, 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 tschüss. Wer kennt das? Halbe Stunde, halbe Stunde, halbe Stunde? Das haben wir schon so oft gesucht, diese verfickte Szene aus Kevin Costner Waterworld. Wo der Typ hier mit dem Boot, wer kennt den Film Waterworld? Ne, die Erde ist komplett abgesoffen, ist alles Wasser. Was uns sowieso noch bevorstehen wird, laut Greenpeace und allen anderen. Das Corona, glaube ich, dann halb so schlimm. Über das Schmelzen der Polkappen haben wir lange nicht mehr diskutiert. Das könnten wir ja auch mal wieder zum Thema machen eigentlich, oder? Ich meine, es ist nicht lustig, weil es scheint ja zu stimmen, aber Aber Corona und so war jetzt erstmal wichtiger. Egal. Und dann legt er so an, kommen so ein paar andere Typen rum. In einer Welt, wo nur Wasser oder fast oder vermeintlich nur noch aus Wasser besteht, ist ja Erde quasi das höchste Gut. Und der eine Typ hat irgendwie so einen Beutel Erde dabei. Und da wollte er irgendwie tauschen gegen Knickknack eine halbe Stunde mit der Tante, die dabei immer auf dem Boot ist. Und der Typ so, der andere, der schien ein bisschen in einer Klatsche zu haben, sind Lehnen. Und so, halbe Stunde, halbe Stunde, halbe Stunde. Halbe Stunde, halbe Stunde, halbe Stunde. Und deswegen jetzt bei uns immer halbe Stunde, halbe Stunde, halbe Stunde. Schnauze jetzt, du scheiß Telefon, meine Güte. Ob das was gescheit ist, ich geh mal ran. Die Autogesellschaft, jetzt sag hallo. No problem, bye bye. Bye. Kunde, wie es den Leuten in den Kopf scheißt, ohne Mist jetzt. Nee? Du musst dir hier bloß die zwei Zettel unterschreiben, dann scanne ich die ein und schick sie dir. Mir ist hier auf jeden Fall immer komplett langweilig. Was auch immer ich hier gerade wieder unterschreibe. So, klingelt das Telefon auch schon wieder. Kunde. Und der Tom sitzt mit Kunden vorne, Lisa ist noch unterwegs, passt komplett. So kannst du mal Highlife dabei sein. Jeder denkt ja immer, die Autohändler kratzen sich den Sack und liegen in der Sonne. Die Autogesellschaft, jetzt sag hallo. Warten Sie mal ganz kurz. Ja, wenn Sie eine zur Hand haben, dann kann ich mal schnell reinschauen. Aus 2016, E220 AMG. Jo, aktuell noch verfügbar. Wir haben den aus Frankreich geholt, ist unfallfrei. So haben wir ihn gekriegt. Warte mal, hier sind ein paar Service-Historien. Was ist das denn? Ja, der hat noch Papiere aus Frankreich sogar. So, Mama, bis gleich. Danke dir, tschüss, tschüss. Ja, wenn ein Auto aus Frankreich kommt, vielleicht wieder nach Frankreich steht, wäre ja witzig, oder? Das wäre gut, ne? Ja, genau. Jetzt muss ich mal kurz einen Termin machen bei Mercedes-Benz. Ne, wenn es dann den Kunden in den Kopf scheißt, ach so, und wenn wir dann kommen, können wir dann mal schnell zu Mercedes? Na klar, die sitzen auch alle da drum und langweilen sich gerade und warten, dass du endlich kommst. No, Alex, mein Sonnenschein, pass mal auf, ich hab eine Frage. Ich habe eine Kundin aus Griechenland, der Mann sitzt jetzt im Flugzeug und will hierher kommen. Ein Auto kaufen, Mercedes-Benz Vito. So in 2018er ist das, glaube ich. Das Ding ist eigentlich wirklich Taco und kein schlechten Zustand für den Vito, ist ein Kastenwagen. Der spricht halt kein Wort Deutsch und auch logischerweise kein Wort Englisch, nur Griechisch. Jetzt wollen die halt, haben die sich in den Kopf gesetzt, dass sie mit dem Ding jetzt irgendwie bei Mercedes, beim Dealership vorbeifahren und das Ding angucken lassen wollen. Der Engine, der irgendwie seriös ist, den ich kenne, das bist du. Nee, vor 13 Uhr, dann müssen wir halt 13 Uhr kommen, dann muss er warten. Kann ich auch nicht ändern, ne? Alles klar, ne? Danke. Bloß mal drüber gucken und denen sagen, dass alles toll ist, ne? Bis dann, ne? Oder auch nicht toll ist. Gut, tschüss, tschüss. Ja, kann er mit drunter gucken. Der kann er auch hier, du weißt, wie die Leute immer sind. Ne, weißt du? Ja, ne? Und so bist du immer ein bisschen der Willkür der Kunden ausgelegt. Und was denkst du, was die gerade bei Mercedes, der liebe Alex, gerade gesagt hat? Na, die sitzen jetzt ohne da und warten darauf, dass irgendeiner gerade kommt, der irgendeine Langeweile hat, weil der begrüßte mich mit den Worten am Telefon. Heute ist sowieso komplettes Chaos, hier ist sowieso jeder reingekommen, wie er gerade wollte. Na klar, und dann fällt jedem ein, ach nee, scheiße, Räderwechsel, wollten wir ja ohne machen. Komm, wir fahren mal schnell irgendwie in die Werkstatt. Ne? So läuft das da immer. So, jetzt geht's gleich wieder munter weiter. Nicht bloß einen Anruf bekommen für irgendwie Fahrzeuginteressenten, sondern das Ende vom Lied war jetzt gewesen, dass ich ans Telefon gehe, ruft ein Kunde von uns an, der uns am Samstag hier um den sehr schönen Seepunk-blauen Audi A4 3.0 TDI, ihr werdet euch daran erinnern, das war sehr kontrovers diskutiert wegen der Optik des Fahrzeugs, erworben hat und am Samstag abgeholt hat. Da haben wir frisch einen TÜV drauf gemacht auf das Ding. Ich weiß gar nicht, was da abgelaufen. Warum eigentlich einen neuen TÜV gemacht auf das Auto? Pass auf, ist Folgendes. Der Kunde begrüßt mich mit den Worten am Telefon. Was habt ihr so sinnbildlich? Was habt ihr mit dem Auto gemacht? So, mir ist nämlich der Reifen geplatzt. Was? Okay. Ich so, was? Was für ein Reifen wo? Ja, hinten. Das kann ja nicht sein, das war ja gerade beim TÜV. Das hätte er da sehen müssen. Ich sag, was ist denn passiert? Der ganze Reifen ist aufgeplatzt. Ich sag, Moment mal, ganz ruhig jetzt. Das kann ich mir zwar nicht vorstellen, dass das schon ersichtlich war, weil dann hätten wir den Reifen neu gemacht, dass der extrem tief war, das hast du ja auch gesehen, und dass der dadurch natürlich einen gewissen Sturz hat und dann mehr oder weniger ja nur auf einem, ich sag's mal vorsichtig, auf einem Drittel des eigentlichen Reifenprofils rumfährt. Das ist ja auch klar gewesen.
Und eingetragen ist das ja alles. Das Auto war auch so beim TÜV. Und wir haben uns ja die Reifenclips sogar im Video gemeinsam angeguckt, wenn mich nicht alles täuscht, zumindest die Felgen. Und da war der Reifen noch intakt. Und ich kann in den Reifen hier reingucken. Da bin ich dann nur ein bisschen fuchtig geworden, habe dann gesagt, du pass mal auf, Keule. Ich stecke in dem Reifen nicht drin, ich kann doch nie reingucken. Und schon gar nie werde ich hier irgendwelche Reifen oder Autos rausschicken, wo ich weiß, der Reifen platzt gleich oder irgend sowas. Das wäre ja geisteskrank, das wäre ja grob fahrlässig. Auf gar keinen Fall. Also wenn ein Reifen irgendwie tot ist, dann mache ich lieber irgendeinen preiswerten Reifen drauf, ja, als den Kunden mit der Scheiße losfahren zu lassen, weil das lebensgefährlich wäre. Aber ich kam mir dort erstmal so ein bisschen vor, deswegen muss dann auch mal relativ deutlich erstmal werden. Ich sage hier, Keule, also entspann dich mal. Ne, ist irgendwas passiert, war meine erste Frage. Ist irgendjemand was passiert? Oder beziehungsweise meine zweite. Dann sagt er ja, nee, erstmal nee, ist alles gut am Auto, ist auch alles heile, weil die direkt irgendwie vom Gas gegangen sind. Und da habe ich ein bisschen nachgefragt, so, was ist denn passiert? Weil der irgendwas von RTKS erzählte am Telefon und bla bla. Die sind wohl 200 Kilometer gefahren. Dann ging die RTKS-Lampe an. Und dann, kurze Zeit später, ist er schon auf dem Gas direkt gegangen wohl. Und dann macht es irgendwie Knall oder Rungs und dann war der Reifen platt. Dann wird wohl Folgendes passiert sein. Da wird wohl hinten rechts ein schleichender Plattfuß gewesen sein. Wahrscheinlich. Ich meine, wir fahren ja mit den Autos jetzt hier nicht ewig rum, ne? Wir stecken die Räder da drauf, dann geht das Ding zum TÜV, dann gucken die sich das an. Ja, und dann kommt, wenn das alles bestanden ist, dann kommt das Auto vielleicht nochmal auf eine kurze Probefahrt, hier einmal 5 Kilometer um den Block. Ja, aber alles funktioniert und dann geht das wieder auf den Hof und wird ausgeliefert. Ne? Da hat keiner Zeit, hier 200 Kilometer Probe zu fahren, zu gucken, ob der Reifen hält, so ungefähr. Das sind halt so Sachen, da stecke ich nicht drin. Ich sage, der Reifen war natürlich nie neu. Natürlich war der auf der Innenflanke weiter abgefahren als rechts. Und jetzt kommen wir nämlich genau zum Thema. Das habe ich dann auch gesagt, pass auf, jetzt musst du dir mal vorstellen, jetzt lastet ja eigentlich, das muss ja beim Hersteller, der Hersteller kann, sagte er, kann ja nicht wollen, dass der Reifen platzt. Das ist analogisch. Der Hersteller geht aber auch davon aus, dass der Reifen so auf der Straße ist und nie so. Und hier irgendwo auf dem Bereich rumradiert die ganze Zeit. Dafür ist der Reifen nie gemacht. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich schon ein bisschen zu empfindlich, kann auch sein. Aber dann hat man immer so diese... Das Gefühl, dass der dir irgendwas unterstellt. Ja, der unterstellt, so, genau, so unterschwellig. Ja. Alter, weißt du, Leute, ich kann es nur jetzt zum dritten Mal betonen, das letzte Mal, dass ich das mache. Ich bin nicht der Prüfingenieur. Ich bin Autohändler. Ich kaufe Autos, gucke mir die an, bewerte die. Wir reparieren die im Zweifel, wenn was zu machen ist, machen TÜV, Inspektion, weiß der Geier was. Und gerade TÜV, diesen Punkt, den gebe ich hier jemanden, der davon Ahnung hat, der dafür studiert hat, dafür ausgebildet wurde, wo ich keinen Einfluss drauf habe. Wenn der TÜV-Mann kommt und macht, alles scheiße, müssen wir alles neu machen, ja, dann habe ich Pech, dann muss ich das machen. Wenn der TÜV-Mann kommt und sagt, alles schick, kann man alles lassen, dann habe ich Glück. Und genau das, was die uns als Auftrag geben, das machen wir dann auch. Also ich habe keinen Einfluss darauf, im Zweifel, was der TÜV-Prüfer in Ordnung findet oder nie. Das möchte ich jetzt nochmal klarstellen. Und das macht doch keiner. So eine behinderten Denkweisen da manchen, bei manchen, die da im Kopf vor sich gehen. So irgendwie, ja man, Fuffi, einen Fahrzeugschein reingesteckt und nochmal so rübergeschoben, ne? Mit so einem Augenzwinkern, ne? Dann machen wir dann scheiß TÜV. Hallo Lisa. Also ich kenne keinen, der sich für so einen Bullshit seinen scheiß Prüfsiegel und seinen Stempel abgeben will. Dann nie, das heißt für einen Huni nie. Da müsstest du am Tag irgendwie 20 so eine Autos machen und das die nächsten 3 Jahre durchziehen, damit sich das lohnt. Ja, also hallo. Weißt du, was das nämlich wäre? Arglist. Auf gar keinen Fall. Da setze ich mich komplett in die Nesseln. Was denken denn die Leute? Ich weiß es doch auch nicht. Ich stecke doch in diesen beschissenen Kackreifen nicht drin. Jetzt ist das Scheißding geplatzt. Und dann habe ich mit dem Vater geredet. Und wenn du, der Reifen ist ja dann schon vorgeschädigt die letzten 5 Jahre. Der Reifen war 5 Jahre irgendwas alt. 5,5 Jahre, irgendwie sowas. Dann ist er schon vorgeschädigt. Und wenn jetzt noch dazu kommt, am Samstag war auch super Wetter, war es ausnahmsweise sogar mal warm. Ja. Wärme dazu kommt, Reifen, der Druck verliert, sich schnell dreht, aber nur auf einen zentralen Punkt, wird also noch heißer. Dann bricht die Karkasse, weil da noch mehr Belastung drauf kommt. Dann knackt das Ding weg und dann ist Feierabend. Und der ist sicherlich in der Flanke gerissen. Wollen wir wetten? Ja, pass auf, ich habe jetzt einfach direkt gesagt, weißt du was, sag mir, was für Reifen das sind. Es tut mir natürlich leid, ich muss natürlich auch entschuldigen, wofür ich eigentlich, meiner Meinung nach, bin ich mir sicher, nichts kann. Hab ihn 2 neue Reifen zugesichert und die Montagekosten dafür. Soll mir vorher ein Angebot schicken? Dann guckst du da drüber, wenn das nie ausufert, dann würde ich das übernehmen und Feierabend. Aber so geht's erstmal los. Der nächste ist, komm jetzt, also okay, ich muss mal schnell was gucken. Warte mal. Also hier ist eine Schneeflocke drauf. Und Leute, ich muss mit euch leider streiten, das ist ein Winterreifen, kein Allwetter. Ja, ja, stimmt, das war ein Thema. Ja. Da würde ich jetzt mit euch streiten wollen, das ist kein Winter, kein Allwetter, es ist ein klassischer Winterreifen. Conti Seal, hier steht weder noch der Four Seasons oder All Seasons Vermerk drauf, noch irgendwo ein Hinweis darauf, der darauf deuten lassen würde, dass es ein Allwetterreifen ist, weil dann hätten wir nämlich hier 4 Symbole, die fehlen jetzt hier komplett klassisch. Es ist ein reiner, diese Flocke ist auch geschützt, das ist ein reiner Winterreifen, der M&S-Scheiß, Matschschnee ist nicht geschützt, das kann sich jeder Hippie auf dem Reifen drucken lassen oder aufs T-Shirt. Das ist ein Winterreifen, Punkt aus, basta. Zumindest an den Symbolen, die hier zu sehen sind. Wie der Reifen intern bei Conti geführt wird,
ist mir Wumpe. Aber es ist für mich ein Winterreifen. Wenn man das immer schnell geklappt. Nicht traurig sein, Leute. Das Video geht gleich weiter. Nur kurze Werbung in unserer eigenen Sache. Und zwar kaufen wir seit geraumer Zeit eure Autos auf aus der Community. Vielen lieben Dank für die zahlreichen Zusendungen. Wir sind auch schon ganz erfolgreich gewesen. Vom Audi Q8 bis hin zum Skoda Superb. Zum wahnsinnig wunderschönen M3 DKG oder zum Passat R-Track. Meine Fresse, haben wir hier wilde Farben von euch bekommen. Sensationell, traumhaft schön. Die meisten sind auch schon wieder verkauft. Ich bedanke mich nochmal an der Stelle und hoffe und wünsche mir, dass ihr noch weitere Autos uns zusenden könnt, wenn ihr Fahrzeuge zum Verkaufen habt oder jemanden kennt, der eins verkaufen möchte. Dann kann er das hier auf einen relativ entspannten Weg tun. Schickt uns einfach per WhatsApp hier auf diese Nummer. Da antworte ich auch im Regelfall. Also in 90% der Fälle arbeite ich damit. Bekommt ihr von mir relativ zeitnah eine Rückmeldung. Ich brauche von euch einen Kilometerstand, ein Fahrzeug, eine Fahrgestellnummer, ein paar Bilder, kurz paar Details zum Fahrzeug und eine Preisvorstellung. Und wir kaufen noch bis 90.000 Kilometer roundabout, kaufen wir auf. Mehr geht leider gewährleistungstechnisch nicht mehr. Habt Verständnis dafür. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich bin jetzt an der Stelle raus. Viel Spaß mit dem Video. Ciao. So, ansonsten schönes Auto. Was ist denn das? Alter Verwalter. Das ist Offroad, Junge. Das ist der 4x4 W221. Boah, das ist halt eine richtige Rentnerkache, ne? Alter. Schwarz und grau. Frau Blindner, was ist los? Der R6, war der jetzt schon im Service? Nein, muss er noch, die Woche. Geht noch, aber. Ja. Okay. Willst du jetzt verkaufen oder was? Ja, gute Ausstellung, ne? Eigentlich. Ja, langer Radstand. Allrad. Ich glaube, es war ein Allrad, glaube ich. In der Mitte steht's, aber. Oh genau, und volle Bude eigentlich. Und pass auf, jetzt kommt das Wildeste. Das Ding hat nur, ich glaube, 30.000, 35.000 Kilometer runter. Das ist ein 500er, 387 PS. Da sehe ich schon die ganzen Anfragen. Na, wirst du wohl? Aha, ich wollte gerade sagen, ich muss das ins Park klatschen. Der Checkheft, ja, komplett. Wirklich, also das hast du bei Mercedes. Der hat schon digital hinterlegt. Das gefällt mir auch gut hier. Sieht auch seriös aus. Ja, absolut. Gefällt mir richtig gut. So macht man das immer mit Mercedes. Kennst du das nie? Ja, was halt süffig ist, ne? Der Sitz sieht halt scheiße aus jetzt, ne? Komplett vergilbt irgendwie. Oh, echt, ja. Aber dafür ist die Mittelkonsole alles schön ganz und nicht zerbeult. Das geht, ne? Lenkrad sieht auch noch schön aus. Mhm. Genau, 34.000 Kilometer, Alter. Nee, klebt gar nicht. Geil. Geil. Ja, Rollo ist hinten und allen Scheiß, ne? Sitz muss man richtig aufbereiten, das Ding. Ordentlich machen. So, pass auf. Und den haben wir übrigens aus Österreich geholt. Okay. Und da hörst du jetzt schon die Anrufe, sind die Kilometer echt? Nee, die haben wir gedreht. Wenn dir die Kilometer nie passen sollten, machst du auch gerne nach Wunsch nach einem anderen. Ich okay? Ich gerne damit nochmal ein bisschen fahren. Ja! Wird das Julians neue Wort? Ist das First Hand? Ich glaube erste oder zweite Hand. Wir können gleich nochmal gucken. Okay. Der ist noch nicht so alt. Was machen die Jungs hier eigentlich? Aha, telefonieren. Hallo! Was machen wir hier? Telefonieren? Ach so. Natürlich ein Privatgespräch. Ach so, erwischt, erwischt. Nein, passen wir auf. Die Mutter hat immer das gleiche Problem. Oh, ich hasse diese Dreckwurfe. Nee, komm, hör auf, ich will es nicht mehr wissen. Guck mal, die guten Patties! Ja, endlich. Ja. Das Geile ist, hier ist ja schon eine neue Platine, oder? So, was los? Du hast schon wieder Briefe abgelöst, die du gar nicht ablösen sollst. Ich hab gar nichts abgelöst, Mädel. Na, hier. Was ist das? Kokuchi? Sollte ich doch machen, oder nicht? Nee, hab ich dir gesagt nicht. Das Auto habe ich doch gar nicht gesehen. Was ist das für ein Auto? Das ist eine Inzahlungnahme für den roten C250, hallo. Ja, dann was soll ich jetzt machen? Na, also. Kannst du nicht einfach Autos ablösen, die wir noch nie gesehen haben? Nee, kann ich nicht, stimmt. Aber ich kann es doch, siehst, wie du siehst. Reg dich nicht auf, ist nicht gut fürs Kind. Hm? Ja? Wiedersehen. So, also, lange Rede, gar keinen Sinn. Hier, das war ja klar, die Karre ist angemeldet, Enrico fährt damit draußen rum, kommt einer, der will es haben. Also mal sehen. War ja fast zu erwarten. Hat uns einer angeboten, haben wir gekauft. Ja. Müssen wir auch noch ein bisschen warten, weil da haben wir noch keinen Brief. Deswegen steht er noch offline. Mhm. Falls jetzt einer sagt, was ist mit dem Klo? Ja, es ist so hier so ein Formentor. Ja. 300 irgendwas PS. Das sind 20er, glaube ich, oder 19er. 20er oder 90er mit 30 runter, ich meine. Mhm. 36, 37. Irgend sowas, den wollen wir Oma in die Halle bringen. Wird wahrscheinlich auch nie was werden, der wird für immer hier verraten. Also, das ist eine Zahlungnahme. Ja. Mein Lieblingsauto, Ford Mondo. Und Ford wird den Tag bereuen, an dem sie das Ding beerdigt haben. Sag ich so, wie es ist. Die werden so viel Käufer verlieren, versprochen. So viel Käufer werden abwandern. Diese Klasse einzustellen ist halt so dumm eigentlich. Extremst. Also ich kann es als Außenstehender oder Normalverbraucher nicht nachvollziehen. Nee. Weil der Mondeo, diese Baureihe war mit die beste jetzt. Mhm. Das stecke auch Fehler. So, den haben wir vor ein paar Monaten schon verkauft. Vor einem halben Jahr oder so. Und die hatten irgendwie zwei große Hunde. Es ist ein Vito Mixto Lang, wie man sehen kann.
Ich weiß jetzt auch, warum Flügeltüren nie beliebt sind. Weil wenn du hier hinten irgendwas machst, regnet es dir auf den Kopf. Mhm. Und sieht angeblich scheiße aus wegen der Scharniere. Was ich ein bisschen bestätigen kann, weil es nie lackiert ist. Aber was ist denn hier? Ist das normal? Nö, es ist halt so. Okay. Das ist so ein Steinschlagschutz hier, so ein Raptor-Lack, genau. Genau, früher war es irgendein so Billo-Steinschlagschutz und heute nennst du es Raptor-Lack und verkaufst es für einen 10-fachen Preis. Ja. Ist dein neuer Dienstwagen? Ja. Oh, hier mit Carbon-Kennzeichen. Ja, guck mal hier bitte, hier geht's ab. Achso, warte mal, wie geht denn das hier? Wo ist denn der Matthias? Achso! Ah, der Lindner ist so ein geistreicher Typ, der weiß einfach alles. Ja. Der guckt die Ladefläche an für den Vito Mixtoast, sieht das einfach mal fast aus wie neu. Und stinkt auch nie. Weil die haben nämlich zwei Hunde, zwei sehr große eigentlich, nämlich Docken. Und ein ist leider gestorben. Und da hat die jetzt gesagt, du weißt was, da muss ich mir nicht mehr diese riesige Karre antun. Weil die junge Dame ist nämlich relativ zierlich und hat irgendwie immer ein Problem, hier in die Kiste rein und rauszukommen. Genau, 7-8 schwarze drunter. Dann rief die mich am Samstag an und sagt so, Mensch, wir haben die Karre bei euch gekauft, mit dem Auto ist alles in Ordnung. So, alles schick und schön. Wollte das aber wieder haben, wir brauchen sie nicht mehr. Mhm. Dann habe ich gefragt, warum? Dann hat sie mir das kurz geschildert und habe gesagt, na gut. Dann nehmen wir die Droschke zurück und gut ist. Also haben sie jetzt, wir haben uns auf den Preis geeinigt und haben es gekauft, ne? Guck mal hier, ich weiß nicht, was da los ist hier, das ist irgendwie new. Hier, hat der Auer gemacht. So, den hier haben wir ja verkauft, der ist auch soweit fertig. Jetzt müssen wir bloß noch irgendwie ein Date finden, wie wir das Ding an den Bodensee schaffen. Wir haben am Bodensee, kurioserweise, ich weiß nicht, wie viele Autos zu holen, ne? Also ich glaube 4 oder 5 Autos. Ich würde noch mal kurz dazwischen. Was denn? Auch trotz dessen. Ja, drauf geschissen, Preis gut. Bleibt. Ne? Wollen wir nicht unfair sein. Die hatten einen vernünftigen Kurs gemacht, da fangen wir uns nicht an rumzueiern. Ne? Parkings GT wird es noch sauber gemacht komplett, abgelöst. Brief ist auch auf dem Weg zu uns, hoffentlich. Ich hoffe, viele Grüße gehen raus an die Mercedes-Benz Bank. Vielleicht kriegen sie es diesmal ein bisschen schneller hin, dann wird er noch komplett gewienert. Die Folie kommt noch runter. Ja. Und dann geht die Karre auch raus, oder? Dann kriegen wir noch zwei lustige Entzahlungen haben, das habt ihr aber schon gesehen und gehört. Ne? Das ist der Franzose, um den es ging, wo ich gerade hier einen Interessenten am Telefon hatte. Interessanterweise sind alle Felgen ganz bis auf die hier und die hat es dann richtig gekriegt. Obwohl, halt! Ach, das ist ein Klarlackabplatz und guck mal. Ja. Was ist denn hier los? Die ist mal scheiße lackiert worden, sag ich so, wie es ist. Die haben wir mal aufgearbeitet und das hat man einfach scheiße gemacht und deswegen sieht es jetzt so scheiße aus. Da ist sie gar nicht kaputt. Hier kommt eine neue Stoßstange dran. Hier fragen auch viele nach, aber du, der Holm, apropos auch Holm, der ist so überlastet mit dem zweiten Kind und überhaupt. Und der ist so gerade im Urlaub. Viele Grüße in die Türkei. Alles gut zwischen uns, wir sind immer noch Homeboys. Das hat bloß jeder einfach hasselt seinen Scheiß durch. Ja, zu der Pornoschleuder kommen wir später noch. Ne? Das machen wir dann ein andermal. Dann gehen wir nochmal in die Werkstatt. Wo ist denn eigentlich der Wrangler? Vorne auf dem Platz? Moin. Moin. Der Goldene? Ja. Ja. Der ja. Der ASX. Ja. 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 ASX, Mitsubishi. Hä? Was? Ach so, no, auch nicht schlimm. Hier werden wieder Autos gefuscht. Also hier machen wir alles kaputt, was ganz ist. Und ziehen gebrauchte Reifen auf, weißt du? Mensch, Porsche-Story muss ich immer erzählen. Ja. Junge, das ist so ein Kino, diese Autos. Ich kann keinem Autohändler empfehlen, gebrauchte, nicht fast neuwertige, erste oder zweite Hand, lückenlos Checkheft gepflegte, aus Deutschland kommende, nachlackierungsfreie, 10 Jahre alte Porsche zu verkaufen. Mach es nicht. Lass es weg. Lass es weg. Auch sparst du ganz viel Kino. Oh, da gibt's auch wieder Theater. Pass auf. Ja, Walter Lindner. Da muss ich wirklich mal sagen, da hat der Lindner mal wieder einen rausgehauen, ja? Ich habe ja im Video gesagt, dass man da mal neue Reifen machen müsste. Ja. Man kann es aber auch so lassen. Die Reifen sind ja noch in Ordnung. Auto ist ja übrigens schweinegeil. Da haben wir auch wirklich viel Nachfrage drauf. Mhm. Ich hatte ja jemanden, der auch einen YouTube-Channel hat, der macht so G-Lader. Der hatte mich angefragt, ob das was wäre wegen Wiederverkauf. Ich sage, da würde ich mir gar keine Gedanken machen. Hat es dann aber gelassen, weil ihm das zu heiß ist, weil er da eben das nicht einschätzen kann. Lieber ein AMG oder irgend sowas. Hättest du mal gekauft, Alter. Wirklich ohne Scheiß. Ich denke, das ist sogar wertstabiler. Denke ich auch. Also. So eine Scheißkarre kostet in ein paar Jahren richtig Kohle. Mhm. Versprochen. Habe ich im Video so beiläufig erwähnt, dass man da neue Reifen bräuchte. Das hat der Tom sich irgendwie darauf festnageln lassen, auf neue Reifen. Mhm. Weißt du, was die Reifen kosten? Ach so, die gibt's ja nicht, ne? Erstens gibt's die nie, gibt nur zwei Hersteller und B, zweitens kosten die richtig Kohle. Und das hat der Tom einfach durchgewunken, wo ich dann so sage, sag mal, hast du dir das mal angeguckt, was die Reifen eigentlich kosten? Nö. Ich sage, na, dann ist ja gut. Ja, was ich irgendwie reinfallen können wenigstens. Oder? Ja, wenigstens irgendeinen Deal machen. Wir bezahlen die hinten und er ja, die vorne oder was weiß ich. Ne? Also, Kunde. Es ist der Kunde natürlich genervt, ja. Was ich verstehen kann, weil die Unfähigkeit, ne, in dem Moment. Hier bin ich mal gespannt, hier haben wir einen Interessenten. Also ich, ne, M3, ja. Das Ding feiert so hart. Der bräuchte nur die Felge von dem eigentlich. Na gut. Nein, nee, das machen wir jetzt nicht. Nee, komm, wir halten lieber die Fresse, sonst ist wieder alles bare Münze. Hey, ihr habt doch im Video gesagt, ich krieg die Reden von allen anderen Autos mit hinten reingeredet. Ja, pass auf, das Auto fährt. Heute
geht es dann gleich videomäßig weiter. Dann fahren wir mit dem Ding heute noch. Der macht aber immer noch ein komisches Geräusch. Und der John hat eine scheiß Vermutung. Das nervt mich jetzt schon. Motorschaden 8.0? Oder? Mhm. Ich ahne schon, dass wir dort den ganzen Rotz nochmal neu machen. Ehrlich. Von vorne. Und das kommt halt davon, sag ich dir so wie es ist, wenn das jemand macht, der eigentlich keine Lust mehr hat. Also ich kann nur jeden Unternehmer und auch jeden Arbeitnehmer nur dringend die Empfehlung aussprechen, wenn die Entscheidung gefallen ist und das öffentlich bekannt ist, dass der gehen möchte, gehen lassen und zwar sofort. Egal was brennt. Gehen lassen. Ich habe mich da schon wieder an meine eigene, weil der Kollege hat mir angeboten, dass er das zu Ende baut. Da habe ich gesagt, gut, wir müssen das fertig kriegen. Deswegen gehen lassen. Es macht, ihr tut euch alle keinen Gefallen. Ihr könnt es mir glauben. Wirklich. Gegenseitig. Gehen lassen. Sofort. Du hieß die Kündigung. Komm, hier, gib einen Zettel. Du kannst nach Hause gehen. War lieb. Schön mit dir. Danke für deine Zeit. Also, wir haben ja gar nicht erzählt, was verkauft ist, ne? Ich glaube, der Caddy ist raus, glaube ich. Der Bus geht zurück. Ja, wegen Öl. Der geht dann zu Mercedes, ne? Wo ich schon sagte, die haben auch keine Langeweile. Der ist verkauft, da habe ich schon ausgesehen, wo ein Brief abgelöst, da gab es gleich Sänge. Der hier. Ist immer noch verkauft, den hat man schon. Den müssen wir mal wieder online stellen, oder? Genau, der ist schon wieder verkauft. Ja, doch, ja, wirklich. Aber an den Kunden, der bei uns schon mal ein Auto gekauft hat, ist bis heute kein Geld gekommen. Obwohl der Tom die letztens vor einer Woche angerufen hat oder so. Ja, ich schick's Geld gleich raus. Muss man gleich mal Tom fragen. So, hier geht's weiter. Auch ein bisschen lost, das Ding. Pass auf. Das ist ja wirklich eine automobile Kuriosität, ja? Wie man ein Auto ja schon ansehen kann, ist das nichts für schwache Nerven. Und auch nichts für Fahranfänger und auch nichts für Leute, die darauf keinen Bock haben oder es nie fühlen. Ich sag's euch, das Auto haben wir verkauft und dann hat das gedauert, Alter, bis das Ding durch den TÜV war. Bis die Achsgeometrie war komplett im Eimer. Das eine Rad machte, also das vordere rechte Rad machte, kippt hin und her, weil das Tragführungsgelenk einfach gar nicht mehr zu Hause war. Und dann auch dieser Panhardstab hier unten, der eben mal quasi rüber geht, durch die Höherlegung komplett schief war. Ja. Die ganze Achse stand so und machte diesen. So, das musste man jetzt erstmal alles in den Griff kriegen, dann musste man erstmal TÜV kriegen. Alter, ja, und das hat gedauert. Das hat einfach Wochen gedauert, wirklich. Das lag auch an uns. Wir haben es einfach zeitlich eher nicht fertig bekommen. Die Teile zu kriegen, das ging dann einigermaßen. Wir haben das dann abgegeben an jemanden, der sich auch mit solchen Dingern auskennt. Und die haben dann alles gemacht an dem Auto. Und wir hatten einfach keine Zeit. So, pass auf. Und heute ruft der Kunde an. Jetzt ist das Auto fertig. Jetzt ist er wirklich fertig. Ist getüft. Fährt, lenkt, bremst. Da lief er auch nicht richtig. Ja. Da muss man auch noch so ein paar Sachen machen. Also es war wirklich wild. Und der Kunde ruft an. Ja, hier, es dauert mir alles zu lange. Ich sage, weißt du was? Der hat 10% angezahlt. Ich sage, ich gebe dein Geld zurück. Ist gut. Ist ganz ehrlich. Sagt ihr so, wie es ist. War meiner Meinung nach. Deswegen habe ich auch... Mittlerweile lenke ich bei sowas sofort ein, weil ich genau wusste, das wird der falsche Kunde für das Ding. Da geht jede Woche, sagst du so, kriegst du einen Anruf. Versprochen. Ja. Ist wieder irgendwas und dann fährt. Weißt du, wie scheiße dieses Auto fährt mit den Reifen? Ja, ich bin's gefahren, ja. Also er fährt jetzt so, wie er soll. Also wenn du jetzt ordentliche Räder, normale Räder drauf machst, fährt er auch einigermaßen normal. Aber bis du mit dem Auto oben einen Lenkbefehl gibst und das unten auf dem Asphalt angekommen ist, ist dir ein Bart gewachsen. Ja, das stimmt. Da musst du dir 3 Minuten vorher überlegen, ob du jetzt eine Wende machen willst oder nicht. Das muss man wissen und das weiß der Kunde nicht hundertprozentig. Nicht. Und der wäre hier mit dem Ding gefahren, der wäre hier die Straße vor bis zur Autobahn, wäre in der Abfahrt gefahren, wäre hier oben auf der A17 lang gekommen, wäre dann hier hinten wieder abgebogen, wäre hier wieder raufgekommen und hätte gesagt, das Auto fährt nicht. So, haben wir auch verkauft an den ehemaligen Mitarbeiter von mir. Was? Ja, also an den seine Familie quasi, an den lieben Martin, der hat bei uns seine Meisterschule gemacht. Ich habe ja früher mal eine Werkstatt gehabt oder mitgehabt und der kam jetzt und hat sich das Ding hier, also zumindest ich weiß gar nicht für seinen Cousin, Bruder, weiß ich jetzt gar nicht genau. Auf jeden Fall haben die das Ding geatmet. Den haben wir am Samstag auch verkauft, ohne Bilder. Weiß nicht, was hier mit, der geht nach Frankreich. Der hat original wegen der knalligen Farbe 5 Minuten im Netz gestanden, ohne Bilder. Weg. Bentley wird jetzt abgeholt, das Auto ist eigentlich fertig. Da war auch mal wieder ein Unterdruckproblem an dem Ding. Ja, das hat der Tobi jetzt noch gefixt, sodass das Ding auch läuft. Der ist ja auch verkauft. Und der auch, das sehen wir hier, ne? 7,3 Diesel. Cooles Ding. Genau. Es hat jemand gefragt, warum eigentlich die Verkauften hier stehen, ne? Wo sollen die sonst stehen? Dass es ja sinnlos ist, die Seite zu verschenken quasi. Ach, drauf geschissen. Du, scheiß da drauf. Irgendwo müssen die Karren stehen. Wenn ich die in die letzte Reihe stelle. Ach, du. Ist jetzt, also CLA habe ich auch letztens schon. Ich habe letztens einige Angebote gekriegt. Ist halt immer ein bisschen. Ist ein Auto, was geht. Mhm. Aber eben manchmal auch ein bisschen warten muss. Wir hatten hier den Corsa so schön fallen lassen. Das ist immer geil. Oh, Alter. Alter, richtig lost. Ah, da haben wir gleich die nächste Story. Der Typ, ja, für den Superb, ne? Ja.
Ach so. Du bist ein Arschloch, aber ein richtiges. Komm mal mit, das erzählst du jetzt die Geschichte. Der ist auch sehr geil. Der ist mega. Aber den fehlen, hätte ich jetzt nie gedacht, aber die Leute wollen hier 7 Sitze. Was willst du bei dem Auto 7 Sitze? Wen willst du da hinten reinsetzen? Ohne Scheiß, wen? Willst du deine Schwiegermutter reinsetzen, die du leiden kannst oder wie oder wen? Das kannst du vergessen, Alter. Das ist ein Witz. Kauf dir einen Charan, wenn du 7 Sitze brauchst, Junge. Leg 5 mm raus. Das ist Quatsch. Kunde, hör auf. Hör auf. Pass auf. Das war so klar, dass ein Auto, was günstig ist, mit ganz wenig Kilometern wieder nur Verrückte anzieht. Es ist immer so. Pass auf. Guck mal. Jetzt habe ich mit dem Verkäufer, mit dem Junior. Pass auf, das Auto ist von einem alten Mann gewesen, von einem älteren Herrn. Ja. Der Junior, der Enkel, hat gesagt, er kann das Auto verkaufen, kam mit einer Vollmacht um die Ecke, hat mir das bei WhatsApp angeboten. Da habe ich gesagt, ja, alles klar, pass auf, das und das kann ich dafür geben. Das Auto hat so eine dicke Fahrzeugakte. Komplett jede fucking Rechnung, von der ersten Kaufrechnung, Kaufpreisrechnung bis hin zum letzten Service. Alles da. Das Auto ist mal komplett lackiert worden. Ich habe es den Enkel nochmal gefragt. Und der hat seinen Opa auch nochmal gefragt, weil VW, pass auf, kein Scheiß, weil der viele Kratzer ringsherum hatte. Und dem Opa das nur 300 Euro gekostet hat. Und da gehe ich jetzt mal davon aus, dass die das haben über die Casco abgerechnet, das Ding. Und dann immer komplett neu gelackt. Aber in der Zwischenzeit hat er hier nochmal einen kleinen Einschlag gehabt. Und hier. So. Genau, Rest geht, glaube ich. Also von den 27.000 Kilometern, die er runter hat, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass das schon mal lackiert wurde komplett, ja, ist er wahrscheinlich 12.000 Kilometer irgendwo dagegen gefahren. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, vielleicht waren es auch andere, ich habe keinen Plan. Fakt ist aber eins, dass wir am Samstag hier Kunden hatten, auf Termin. Die haben sich das Auto angeguckt und fanden das gut. Mhm. Und dann sagt, pass auf, das Auto ist komplett nachlackiert. Da ging schon... Alarm. Aber vollständig. Ja. Vollständig. Man darf einem Autohändler nicht vertrauen. So in Ordnung, gesunde Grundskepsis sollte man immer haben. Habe ich denen das erklärt, hat er aber nicht verstanden. Da ist er, pass auf, kannst du damit leben? Kannst du damit nicht leben? Ja, kann ich damit leben, ist okay für mich. Ich sage, pass auf, die Ecke hier vorne und das dort hinten können wir gerne auch lackieren. Das kriegt man alles in den Griff. Ne? Kostet so und so viel, also ein Taschengeld eigentlich, weil es nur eine Spot-Ecke ist. Und dann kann man das ordentlich machen. Und dann fragt er nach der Probefahrt. Ich sage, naja, pass auf, folgendes. Fahren am Tag, wenn du entscheiden kannst oder willst, wann du das Auto, ob du das Auto haben möchtest oder nicht. Mhm. Ja, nee, wenn das funktioniert, nehme ich das so ungefähr. Und ich sage, na gut, dann können wir eine Runde drehen, ist gar kein Thema. Setzen sich dann bei mir an den Tisch, kommen wieder von der Probefahrt. Und dann hat er so ein paar Fragen gekriegt, habe ich das nochmal erklärt mit diesem Nachlackieren. Und den nochmal die ganze Akte auf den Tisch geschmissen, sage, hier, guck dir das an. Mhm. Und er sagt, ja, nur vielen Dank, dann tschüss. Ist aufgestanden und gegangen. Ja, ja, wirklich kein Scheiß. Und ich sag, da habe ich dann gedacht, gut, weißt du was? Dann ist es eben, wie es ist. Er wusste ja vorher, was mit dem Auto ist, haben wir ja alles gesagt und gezeigt. Dann irgendwie eine Runde sinnlos rumfahren und dann aufstehen und gehen, dann denke ich mal so, naja, okay, gut, gehört halt zum Job. Mhm. Na? Ist halt so. Egal, aber jetzt wird es richtig wild, pass auf. Dieses Auto, da haben ja viele gefragt, warum sind keine Bilder online, warum sind keine Bilder online. Punkt 1 ist, das Ding war noch tiefer. Da haben wir den erstmal hochgedreht, damit er vernünftig aussieht. Ja. Punkt 2 ist, da sind so in den... Jeder, der sich ein bisschen auskennt, weiß, dass in einem Alugewinde eine Blechschraube, die nicht verzinkt ist, scheiße ist. Also die war festgegammelt, wegen Einstellen hier musste man irgendwelche Muttis aufdrehen, das hat nicht oder Schrauben aufdrehen, das ging halt nie. An der Vorderachse oder hinten, ist ja egal. Jetzt haben wir Folgendes gemacht. Jetzt hat man aber einen Kunden dafür, den hatte ich sogar persönlich am Telefon. Da habe ich gesagt, alles klar, können wir machen, machen die einen Vertrag, der wollte das Ding haben. Dann haben wir den Vertrag rausgeschickt, das hat ein bisschen gedauert, weil... ein paar Unstimmigkeiten noch gab, was wie an dem Auto noch zu machen ist. Und dann ging es so ein bisschen hin und her. Dann wollte der noch ein paar Winterräder auf den Winterrädern neue Reifen. Dann haben wir denen ein Angebot gemacht. Da wollte er aber dann einen speziellen Reifen haben. Dann haben wir das Angebot nochmal geändert, denen dann das Angebot rübergeschickt. Mhm. Dann sollte noch eine Anhängerkupplung dazukommen, eine abnehmbare. Da haben wir denen dann auch nochmal den Vertrag nochmal geändert und nochmal hingeschickt. Also es ging hin und her über 2, 3, 4 Wochen. Also locker, locker. Ja. Dann, final alles fertig, kam die Unterschrift auf den Kaufvertrag und es ging los. Dann geht natürlich bei uns ein Werkstattauftrag, der wird dann ausgelöst und hinten mit einem Fertigstellungstermin an die Wand gehangen. Das haben die Jungs natürlich auch gemacht. Und da hat die Lisa dann gesagt, hier, Moment mal, der hat noch gar nicht angezahlt, da machen wir erstmal noch gar nicht. Da sagt der Tobi, die Anhängerkupplung ist aber schon da. Und da haben die Anhängerkupplung trotzdem dran gebaut. Mhm. Weil jetzt keiner zwangsläufig, der hat dann wirklich, der Vertrag war dann schon über eine Woche bei ihm, unterschrieben zurück, also ne, zurückgekommen, ist jetzt keiner davon ausgegangen, dass jetzt noch irgendwas anbrennt. Dumm wie wir sind, das muss man wirklich sagen, ist Dummheit, ja, ist so, kann man nicht anders sagen. Haben wir natürlich, glaube ich, schon die Anhängerkupplung auch dran gebaut. Da hängt sie, niegelnagelneu. Neue Reifen bestellt, die der Kunde haben wollte. Auf die Reifen auf die Felgen aufgezogen, glaube ich, sogar auch schon. Und was passiert? Am Samstagmittag, anderthalb Wochen, nachdem der Kunde den Vertrag zurückgeschickt hat,
den wir dann dreimal geändert haben. Und natürlich dann sollte der die Anhängerkupplung bezahlen. Das war so vereinbart, schon im Vertrag auch drin. Mhm. Auch die Reifen bezahlen. Die extra, die Differenz zwischen den Preiswerten und den Markenreifen. Ja, dann schickt er uns einen Rücktritt, ne? Kommentarlos so. Rücktritt und bla und blub und leck mich am Arsch. Obwohl der genau weiß, dass wir den ganzen Scheiß schon gemacht haben. Das, weißt du was? Das ist ja nicht so schlimm, ist eine Anhängerkupplung dran, aber in der Zeit hätten wir was anderes machen können. Okay. Das kotzt mich richtig an, sowas. Und was soll das? Der hat noch nicht mal irgendwie geschrieben, hier, da, aus den Gründen. Nee, einfach nur, ciao. Der Tom hat ihn noch angerufen, ging natürlich nicht ran, ne? Aber kannst du ihn das für Donnerabend zum Bezahlen? Eigentlich auch. Naja, müssen wir gucken, glaub ich nicht. Du weißt was? Solchen Heinis will ich auch nichts zu tun haben. Ehrlich, soll bleiben, wo der Pfeffer wächst. Ehrlich. Das sind für mich, das ist genau die Kategorie Kunde, die ich nie haben will. Das sind genau die, die will ich nicht. Die will ich hier wirklich, da, weißt du was? Ich würde lieber, ohne Mist, jetzt, wenn ich jetzt wirklich ernst, 5 meiner Autos verkaufen, mit dem Corsa fahren oder mit dem Dacia, um nie darauf angewiesen zu sein, mit solchen Menschen zwangsläufig irgendwie Verträge einzugehen. Gar keinen Bock. Gar keinen Bock. Ehrlich nicht. Ja, einer von denen ist ein ziemlich harter Unfall gewesen, das habe ich leider nie gesehen. Ich weiß nicht, welcher es ist. Ich glaube, der da. Ich glaube, der ja. Aber ganz ehrlich, ne? Zur Zeit laufen die Dinger nicht so gut, ne? Null. Also die haben wir dann auch rausschmeißen, die Dinger. Geht mir auf den Sack, ehrlich. Eigentlich finde ich die Autos cool, aber es ist 18 Mal noch nie weitergekommen. Jetzt haben wir auf jeden Fall noch viel zu holen. Ich muss noch ein paar Ankäufe schreiben. Diese Ankaufsgeschichte und so, das mache ich ja nebenbei alles noch mit. Neben den ganzen Videogedöns und den ganzen anderen Krempel. Ich fahre ja auch viel selber mit draußen rum, wie ihr ja sehen könnt. Und das ist auch doch recht zeitintensiv. Und dann dauert es halt manchmal einfach auch länger, bis dann jemand antworten kann und dann kommt in der Zeit dann teilweise schon wieder neues Zeug rein und da musst du dich wirklich hart strukturieren und koordinieren, damit dir nicht alles irgendwie untergeht. Da kann es natürlich sein, dass meine Antwort länger dauert oder ich Tatsache auch mal eben vergessen könnte. Na, solange ich das alleine mache, ist das halt doch recht zeitintensiv und du siehst ja selber, ich habe jetzt heute die erste gefühlte Stunde, die wir jetzt schon wieder drehen. Und das ist jetzt nur, kannst du eigentlich sagen, von Freitag zu Montag. Ne? Ja, es ist nicht normal. Also wer nochmal einen Autohandel aufmachen will, beste Idee, die du je hattest. Ja, apropos, habe neue Container gekauft, ne? Lass dich bloß in Ruhe. Wir besprechen hier gar nichts mehr, Kunde. Ich bin einfach froh, wenn wir das alles ein bisschen so koordinieren können, dass das alles ein bisschen funktioniert. Also eigentlich war ja auch der Plan, dass das nächste. Eigentlich sollte er an der Werkstatt schon im Mechaniker schrauben seit 2 Wochen. Der hat bei sich gekündigt und die haben den nicht gehen lassen. Und das ist jetzt nie irgend so ein Kfz-Betrieb, sondern nee, hier, die fahren hier mit so großen gelben Dingern draußen rum, wo überall Leute drin rumsitzen können und mitfahren für 2,80 Mark die Stunde. Da muss man dann nochmal klären. Das würde mich immer interessieren, warum. Ich könnte mir nur so vorstellen, dass er hat den Zettel an dem Tag der Kündigungsfrist hat abgegeben und die dann gesagt haben, nee, hier, irgendwo anders hin. Ah, da ist halt keiner mehr da. Zur Spätschicht wollen wir wetten. Genau so wird es gelaufen sein. Anstatt dann zu sagen, okay, willst du gehen, lass ihn lieber noch ein bisschen Scheiße bauen, im Zweifel. Weil wenn du im Kopf eben mal komplett raus und durch bist, nimmst du mir nicht übel, aber dann wird die Qualität nie steigen. So, wollen wir dann schnell was Mittagessen? Was machst denn du hier? Das sieht auch gefährlich aus. Enrico Schletztaff. Das nämlich bin ich. Gut, apropos, und dann will ich jetzt gerne noch was sagen. Kommt mal mit. Komm mal mit zum Ramin. Wo ist denn der? Hä? Wo ist er denn hin? Egal, pass auf Folgendes, Freunde. Ich kann ja verstehen, dass das letzte Sonntagsvideo, sprich also wo der Philipp und der Hagen zusammen auf dem Thumbnail zu sehen sind, hat ja teilweise unser neuer Kollege der, was ist das? Frag mich, das passt halt perfekt rein, damit spiele ich mal um. Muss ich mir Sorgen machen, Julian? Nee, alles gut. Wie auch immer. So, der liebe Rahmen, der ist ja ein neuer Kollege von uns. Wir sind nur froh, dass er da ist, ehrlich jetzt. Weil der uns, unser Team, nie bloß fürs Arbeitspensum was abhilft, sondern uns auch bereichert. Weil der nämlich in Sachen Porn und Co., auch wenn das gerade ein bisschen out ist, habe ich den Eindruck, weil viele YouTuber machen es gar nicht mehr, so diese klassischen Porns. Und wir hatten das früher mal so ein bisschen gemacht und ich finde das geil, wenn wir das wieder machen können. Und der ist auch fit in dem, was er tut. Und jetzt muss man bitte, eine Sache müsst ihr euch mal bitte jetzt vor Augen halten. Der Rahmen ist ja jetzt erst seit ganz kurzem hier bei uns. Der hat, glaube ich, seine erste Arbeitswoche gehabt. Und wo endet der als allererstes? Das ist natürlich für jemanden, der aus der Szene kommt, also aus der Tuning-Autoszene. Das ist so genau den Seins, da geht er komplett drin auf. Ich nie. Also nie, dass ich mich nicht für Autos interessiere und auch nicht für Tuning, aber ich bin da nie so, ne, ich renne nie bin nie bei jedem Treffen irgendwo unterwegs, das mache ich gar nicht. Ja. Null ist gar nicht mein Programm. Würdersee ist das Engine Date, was ich mache und beim Andi Füllborn auf der
XS rum haben. Da ist er schon. Wir reden gerade über dich. Warum reden Sie über mich? Nur so ein bisschen. Ich krieg mein Fett weg, wa? Ganz ruhig, ganz ruhig. Genau, darüber reden wir gerade. So, der Rahmen ist ja nun recht frisch bei uns. Und seine erste Arbeitswoche ging los mit einem Besuch beim Hagen Amstep und danach beim Philipp Kess. Dass man da vielleicht ein kleines bisschen aufgeregt ist, kann man ja mal so sagen, oder? Dass man da ein bisschen aufgeregt ist, das habe ich ihm mal ein bisschen auf jeden Fall nachgesehen. Und das war ja quasi so sein erstes richtiges Video, was er quasi von Ural auch schon, ne? Ja, Ural auch schon. Auch schon. Aber wo wir jetzt auf Reisen waren. Und ja. Was ist denn das eigentlich für ein scheiß Mikrofon? Er war einfach nicht dabei. Das ja, die Windgeräusche halt auch, ne? Die waren natürlich lost, aber das war halt Pech, weil wir uns aufgeteilt haben mit den Kameras. Das wusste halt niemand, ne? Es war anders geplant und deswegen ist das alles so gekommen, wie es gekommen ist. Aber Freunde. Weil wir können ja mal kurz als Mediateam eben erklären, dass halt eben die andere Kamera ist ja eigentlich nur für so Zwischensequenzen gewesen. Ja. Das heißt, es war ja gar nicht geplant, mit der zu filmen eigentlich. Richtig. Ne? Aber Sache ist die, pass auf, wir machen das sicherlich in erster Linie natürlich für einen gewissen Eigennutz. Mhm. Der Eigennutz für diesen YouTube-Channel war eigentlich ursprünglich, und das ist auch nach wie vor der Plan, den Kunden, der sich mit dem Autohandel nie auskennt, das ganze Thema näher zu bringen, damit die Leute verstehen können, warum ist denn das eigentlich so, warum erzählt der Händler dies und warum dauert das so lang und warum kostet das so viel. Das war der ursprüngliche Entwicklungsplan des Autohandels. Das hat das Ganze so ein bisschen seine Richtung genommen und man lässt sich so ein bisschen durch den Wind auch ein bisschen schieben, aber hält an seiner Richtung weiter fest. Fakt ist aber eins, dass der Rahmen zu uns gekommen ist, um uns hier zu unterstützen. Und was ich null feier ist, wenn ihr euch über irgendwelche Sachen belustigt. Ich finde es gar nicht so schlimm. Mein bester Freund hat gesagt, ich sollte das nächste Mal in dem nächsten Video... Wo so ich Darth Vader-mäßig machen? Nee, so eine Taucherausrüstung tragen. Hm. Mich einfach hinter die Kamera stellen, nur in Badehose. Ja. Und dann nimmst du kurz die Kamera und zeigst kurz auf mich. Übrigens, falls ihr euch fragt, wo ich bin. Ja, genau. Es sei Ihnen nachgesehen und ich denke, dass man da in Zukunft sicherlich auch drauf achtet, auch Kameraführung und so weiter und so fort. Das ist alles ausbaufähig, aber da direkt drauf einzuhacken, fand ich dann nie so geil. Finde ich nie gut. Ne? Ist ein neuer Kollege hier und lass den mal seinen Anlauf nehmen. Und dann möchte ich mal die sehen, die es alle besser können. Die haben alle die große Schnauze. Aber wo sind denn die, die es besser können? Hat schon kein anderer beworben, jetzt mal ohne Scheiß jetzt. Also der die Expertise mitbringt, die er mitbringt. Wir wünschen uns den Julian zurück. Der Julian ist gerade auch aktuell hinter der Kamera. Der Julian wird hier der Letzte sein, der hier das Licht ausknipst, weil den lassen wir nämlich nicht mehr gehen. Julian hat eine Fußfessel, der darf Sachsen nicht verlassen. Und selbst wenn das versuchen würde, wird man im T5 Kalifornien einschließen. Genau, das bauen wir dort ein. Da ist ein Tresor. Ne, wir haben noch einen anderen. Da machen wir dann immer so Schiebefenster auf und schmeißen ab und zu mal ein Pickup rein. Ja, damit er um die Runden kommt, ja. Perfekt. Ist mal wieder schön mit euch. Ja, so läuft das in Sachsen könnte. Nee, aber lange Rede, kurzer Sinn. Also wir sind froh, dass der Rahmen da ist. Was trinkst du jetzt schon wieder Ekliges? Wenn du da eine Sponsoring-Anfrage kriegst, ne? Ha. Dann küsse ich dir die Füße. Ach so. Was ist das? Ja, Lisa hat auch Erfahrung. Die ist die pure Scheiße in Blech gepresst, oder? Pure Scheiße in Blech gepresst, genau. Das ist ja schlimmer als Audi. Oh, hab ich das gerade laut gesagt? Ups! Okay, ich muss gehen. Nee, ich habe immer früher gesagt, Audi ist ein blechgepresste Langeweile. Aber es trifft ja jetzt auch fast alle zu. Ja, das stimmt. Gibt's noch einen Automobilhersteller, der irgendwie noch was Schönes baut? Außer der kein Supersportwagen ist? Was vom Band läuft ohne Sportpaket, ohne Riesenräder und Haufen Firlefanz an der Karre, was gut aussieht? Jetzt mal ohne Mist. Selbst so ein neuer 4er BMW sieht der Schule aus ohne ein Paket. Staria! Ja! Ist uns letztens in der Nacht auf der Autobahn über den Weg gekommen. Der sieht krass aus. Sieht aus wie Darth Vader persönlich. Nee, wie heißt denn nicht Robocop, sondern der andere Typ? Iron Man. Muss man ein Bild reinmachen. Sieht geil aus. Quatsch kaufen. Problem ist, da haben die Guppies in Korea, ne? Ohne Scheiß. Bei dem Topmodell, was sie rausgebracht haben, was kannst du bei diesem Auto nicht machen? Du kannst alles machen mit dem Ding. Alles mit Kameras oben, damit du deine Kinder anklotzen kannst während der Fahrt vorne im Display. Ja, ohne Scheiß. Damit du den Innenspiegel oder diesen machst. Du siehst alles. Das ist richtig geil. Saugeile Idee. Eigentlich total simpel und einfach. Hat nur irgendwie 10 Jahre gedauert, bis das mal einer geschnallt hat, dass eine gute Idee wäre für einen Minivan oder für einen Bus. Was kannst du mit dem Auto nie machen? Der größte Fehl ever. Du kannst die Rückbank bei dem Auto nicht rausnehmen. Die ist fest drin. Du kannst sie vor und zurückschieben, das war's. Und so hochklappen, du kannst sie aber nicht rausnehmen. Für mich der größte Fehl, dass die nie rausgeht. Was soll ich mit der scheiß Rückbank, wenn ich sie nicht brauche? Will ich die rausnehmen? Die rausflex. Jo, mit Flex. Gut, jetzt an der Stelle haben wir genug gelabert. Schon wieder ein Haufen Scheiß. Also habt ein bisschen Nachsehen, Freunde. Wir wollen uns ja mit euch entwickeln. Hackt also nie auf unseren neuen Kollegen rum. Dafür kann er nämlich nichts. Und er hat sich nämlich mindestens genauso geärgert, als er das Video gesehen hat, wie ihr. Und damit beenden wir jetzt das Video. Tschüss, Leute.